something in the way. Something in the way. Yeah. Something in the way. Something in the way. Yeah. Tapas from a leak, and the animals I've trapped all become my pets, and a big enough of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any fear. Something in the way. Something in the way. Yeah. Something in the way. Something in the way. Yeah. Hallo Leute, das hier ist mein Kumpel DK und wir haben heute zusammen endlich mal wieder was aufnehmen können. Und Sinn dahinter ist eigentlich, dass wir auf die schlimme Situation im Ahrtal aufmerksam machen wollen. Wie ihr wahrscheinlich in den Nachrichten mitbekommen habt, gab es dort die Flut und vielen Menschen wurde alles genommen. Und mit diesem Lied wollen wir einfach auf die Situation hinweisen und dieses Gefühl vermitteln, alles zu verlieren. Und natürlich möchten wir auch dazu aufrufen, was zu spenden und den Leuten etwas Gutes zu tun. Dazu habt ihr unten in der Infobox einen Link und wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne was spenden. Ich und DK werden dort auch einen kleinen Beitrag spenden und alles, was da zusammenkommt, werden wir versuchen, den Flutopfern zugutekommen zu lassen, also an die Stadt spenden. Und ja, also der DK war auch live vor Ort, weil er wohnt mittlerweile nicht mehr hier, ist zwar hier groß geworden. Ja, es betrifft mich ja gewissermaßen, wie gesagt, uns beide betrifft es eigentlich schon eine ganze, also wir gewissermaßen haben damals 2002 miterlebt und das trägt uns bis heute noch die Erinnerungen und die Bilder, die und jetzt da halt genauso was Ähnliches, leider, wenn man es so sagt, etwas schlimmer passiert ist, dass viel mehr Zerstörung passiert ist und viel mehr Menschen gestorben sind. Und ich war unten ein paar Mal jetzt im Krisengebiet helfen und es hat mich echt wirklich sofort ins Jahr 2002 zurückkatapultiert und du stehst da in der zerstörten Landschaft und du weißt einfach nicht, wo bist du hier, was, warum, weshalb. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir weiterhin zusammenhalten und einfach immer füreinander sozusagen einstehen und nicht sonst irgendwie immer nur an uns selber denken. Das genau. Ist eigentlich das, was mir sehr wichtig ist. Und deswegen ist der Song gewissermaßen denen auch allen sozusagen gewidmet, um eure Gefühle, weil wir teilen, also ich teile auf jeden Fall und Chris Pell auch, wir teilen auf jeden Fall eure Gefühle mit, dass, weil ihr seid nicht allein und ich verspreche es euch auch, dass ihr es nie und ihr werdet es auch niemals sein. Solange wir zusammenhalten, kann nichts passieren. Das wollte ich jetzt noch so hinzufügen. Deswegen, wer was spenden möchte, kann das gerne tun. Es muss nicht viel sein.
Aber ich denke mal, jeder einzelne Cent oder Euro, der ist schon mal entscheidend. Genau. Wir hatten halt damals das Glück bei der Flut 2002, dass wir beide etwas höher gelegen gewohnt ja. haben und dass uns gar nichts passiert ist. Aber wir haben natürlich das Ausmaß. Aber wir sind durch die Katastrophengebiete gefahren, ja. jeden Tag mit dem Auto, und wir haben uns nur gefragt, was ist das hier, was ist hier ja. überhaupt passiert? Und wenn ich jetzt, ja, wie ich ja schon gesagt habe, ich unten jetzt im Ahrtal zum Beispiel gewesen bin und ich dachte, um Gottes Willen, es gleicht sich. Die Bilder gleichen sich wirklich sehr stark. Und es muss einfach nicht unbedingt sein, aber es ist halt leider so, die Natur ist leider ein unberechenbares Gebilde, sagen wir es mal so. Ja, okay. Also wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben geben. Ja. Und was in die Kommentare schreiben. Ja, würde uns sehr freuen, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.